So schnell wie der letzte Run vorbei ist, hoffe ich natürlich, dass der Run nicht vorbei ist mit den super tollen Pokémon, die wir haben. Nur welches Pokémon wollen wir als allererstes setzen, was dann für uns kämpft? Das ist die größte Frage. Wir hätten Grasrutsche. Kann man sich die Attacken irgendwie angucken? Attacken ändern. Wir haben Grasrutsche definitiv drin. Das ist eine Eckfähigkeit. Wir hätten Tackle. Absorber. Hier haben wir Seelenbruch und Schwerttanz. Aquaknarre. Platscher kann definitiv raus gegen Seelenbruch. Und ich glaube, Schwerttanz war eine Verstärkungsfähigkeit, die ich auch nicht nutze. Ich würde sagen, wir setzen das Azurill als allererstes rein. Was ziemlich geile IVs, alter Falter. Dann setzen wir ihn hier. Dann nehmen wir unser Zubat. Und ihn hier. Wir können ja auch mal die IVs hier angucken. Ja, der hat auch fast perfekte IVs, ey. Das wird unser Team sein. Ein Shiny Run Team. Um zu gucken, wie ist unser Glück mit dem ganzen Shinies. Die andere Frage ist eher, wie kommen wir voran? Pokémon-Fähigkeiten. Also. Seelenbruch. Die Attacke trifft das Ziel mit so viel Wucht. Das Mut verliert, dabei wird ein Spezialangriff gesenkt. Relativ stark. Aquaknarre ist klar. Schwerttanz ist Angriffswert erhöhen. Du hast Grasrutsche, dein Anwender rutscht über den Boden und greift das Ziel an, ermöglicht den Erstschlag, wenn ein Grasfeld aktiv ist. Okay, jetzt nicht super berauschend. Wie stark war das denn? 55. Ich muss, glaube ich, auch lernen, was unten Kategorie heißt. Die Kategorien habe ich noch nicht drin, so im Kopf. Ich hoffe, dass wir mit Seelenbruch gut vorankommen. Wenn nicht, müssen wir switchen. Wir könnten es direkt fangen, warum nicht? Oh wow, so schnell ging das mit den Eggs. Tauros? Unser allererstes Tauros. Oh, Vulcano, nice. Leider sind seine IVs nicht der Burner. Absol. Das Schlimmste ist bei mir, ich habe nicht mal eine Ahnung, ob das ein Legendary-Pokémon ist oder nicht. Das ist das Traurige daran. Da steht ja nicht Legendary, sondern man muss es kennen. Schlurp. Ziemlich krasse IVs auch wieder. Und ein Rotomorph. Junge, warum haben die alle so heftige IVs aus den Eggs? Okay, das Game mag das nicht, wenn man viele Eggs öffnet. Flunschlick. Was auch immer das sein soll. Ein Evoli. Mit richtig guten IVs. Und mit Evoli wollte ich sowieso mal spielen. Oh, das, was ich fangen wollte. Gekleon. Den kenne ich auch, Porenta. Den kenne ich auch. Ja, wir gehen auf Speed. Bug. Gegen Bug wären Flugfähigkeiten gut. Was hast du für Fähigkeiten? Piekser. Piekser würde gut sein, aber du bist Level 2. Hast du schon eine Flugfähigkeit gehabt? Yep. Nugget. Doppelkampf könnte echt nach hinten losgehen. Wir wechseln Azurill rein. Ich habe jetzt meine Liste nicht auf, welche Pokémon wie stark sind. Na egal. Ich werde es überleben, hoffentlich.
Wir haben jetzt mittlerweile Luck B. Gar nicht so verkehrt, ey. Ich switch mal kurz mein Ding hier rein. Dann müssen wir wieder auf Pokémon gehen. So. Leider kann man das Game nur in Fensteraufnahme aufnehmen, was ein bisschen blöd ist. Wollen wir das Pokémon wechseln? Schau mal, du hast doch Backattacken, ne? Du hast nur Fahrenschuss als Backattacke. Ich mag's gerne fangen und einmal behalten. Ich weiß nicht warum, aber ich würde gern wissen, was es wird. Anstatt einen Hefel. Weil es halt auch ein Dark-Pokémon ist. Candy. Auf wen wollen wir denn Candy geben, ey? Wer profitiert zu Beginn gut von Attacken? Ich glaube, Zubat kriegt ganz gute Attacken gegen Pflanzen-Pokémon. Das war definitiv gut ausgetauscht, dass ich Zubat jetzt draußen habe. Eneko? Das hab ich auch nie gesehen. Eneko. Wollen wir das fangen? Mogelhieb ist unfair. Okay. Okay. Hier steht, normale Pokémon kriegen nur von Fighting Doppeldamage. Aber dass sie instant tot ist, boah, eine Super Lure. Ich muss es riskieren fürs Leveln. Ein Zigzag wäre halt mega cool, um Berries zu bekommen. Lupfstrahl, was wollen wir denn da rausgeben? Rechte Hand? Nee, Schwerttanz. Pipi ab ist ein bisschen zu früh. Ich habe keinen Move, mit dem ich das irgendwie haben will. Ich re-roll einfach mal. Ein XP All, das ist doch perfekt. Komm, Ivy, hab irgendwas nicht so krasses. Zubat müsste jetzt draußen sein. Wir haben keine Chance zu switchen. Das ist sogar perfekt. Du hast nämlich eine... Okay. Das war so perfekt, dass es gesagt hat, nope. Das war definitiv ein schneller Fight. Und unsere Legendary Eggs müssten auch bald hatchen. Wir haben... Was haben wir denn überhaupt? Wir haben einen Gras-Pokémon. Heißt, ich brauche definitiv keins. Wir haben einen Fairy-Normal-Pokémon. Wir haben einen Bug-Pokémon, der sich, glaube ich, zum Steel-Pokémon entwickelt. Das Flying-Pokémon könnten wir raushauen, weil wir Zubat haben. Und das wären Dark-Fähigkeiten. Nur wem switchen wir raus, um später vielleicht den Feuer-Pokémon zu kriegen? Ihn hier vielleicht, ne? Hyperball schon? Wow. Die wären richtig cool.
Die wären richtig, richtig cool, weil die meiste Ability noch haben, dass man... Ich probier's mal. Ihr habt sogar Pickup, das ist genial. Pickup für Schwalbini. Ah, Erstauner. Erstauner wäre ziemlich nett, auch für ein Abra. Ich habe es jetzt mehrmals schon gesehen, aber ich krieg's nie. Es haut immer ab. Es haut einfach immer ab. Wenn wir wieder dieses Freundschaftsding kriegen, gehe ich wirklich davon aus, dass das damit zu tun hat, dass das Fililu damit levelt. Horrorblick, na, das müsste komplett das Abhauen negieren. Fliegen wäre ziemlich cool. Dauert immer zwei Runden. Bin kein Fan von Attacken, die zwei Runden dauern. Also wenn du weiter so machst, dass sie immer einschlafen, ist das richtig cool. Hätte ich jetzt die Candy Box noch, wäre das richtig cool. Dann hätten alle zwei Level bekommen. Komm, wir fangen das einfach. Ist ein bisschen blöd, dass das Symbol fürs Fangen verschwunden ist, weil... ja... Finale? Na. Die Berry könnte später echt gut werden, aber na. Nicht gut. Oh, ich dachte, ja, ich wollte eigentlich den oberen angreifen, weil er definitiv schneller ist. Hoffen wir, das reicht so. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Du willst Charm lernen. Das Ziel reduziert dessen Angriffswert. Nope. Wachstum? Nope. Wir nehmen den Revive. Der Revive kommt auf Zubat. Ist definitiv viel zu teuer. Aber ich will lieber sicher gehen. Und Zubat bekommt noch einen Level. Ich würde gerne wieder Zubat draußen haben, obwohl er uns killen könnte. Okay, Crit wahrscheinlich. Die Zwillinge wieder. Zwei Elektro-Pokémon. What the fuck? Hier steht, Flying macht nur 0,5% Schaden. Also dürfen definitiv keine Flying Attack machen. Und Fairy macht, nicht wirklich viel Damage auf die. Shit. Wir sind neutral und Fairy anstatt Wasser. Ist das normal bei Azurill, dass das Wasser-Pokémon nicht eigentlich ist? Komm, nimm's raus, please.
Zubat wird definitiv sterben. Oh, es entwickelt sich. Nice. Wenn das jetzt zum Wasser-Pokémon wird, wird's, ne? Meryl. Ja, jetzt ist es ein Wasser-Pokémon. Oh mein Gott, ich hätte es abbrechen sollen. Ich switche dich. Du bist rein Bug. Du warst Gras. Ich switch dich rein. Du kannst Seelenbruch machen und ich hoffe, du stirbst nicht, Meryl. Oh Gott, ey. Machen wir Grasrutsche. Stärkste Attacke, die ich habe. Und du wirst auch geswitcht und ich hoffe, dass wir überleben. Wir könnten es fangen. Ich setze lieber einen Hyper. Ah, ich kann es nicht, weil es ein Pokékampf ist. Sorry, ich vergesse das immer. Das wäre sogar implementiert. Bin mal gespannt, wann die ganzen restlichen Attacken adden. Das kommt ja auch noch dazu. Wir brauchen eine Potion. Eine Potion auf dich. Wir brauchen eine Potion auf dich. Und wir sollten, glaube ich, noch eine Potion nehmen, obwohl... Na komm, wir nehmen Lua und hoffen aufs Beste. Wir hoffen aufs Beste. Problem ist, er ist paralysiert. YOLO. YOLO. Es schläft, das ist super. Können wir Absorber machen. Und es ist paralysiert. Na, komm. Ich hab gedacht, wir können ein bisschen Leben recovern. Nur ein bisschen. Slam. In rechter Hand, ja. Nen Candy. Wir müssen nicht mehr viele Kämpfe aushalten. Und ist es tot? Yep. Yep. Fairy-Attacken sind ziemlich stark gegen ihn. Bug- und Fairy-Attacken. Adamant Mint. Change the Pokémon's Nature to Adam. Adamant, Angriff. Oh, wir könnten. Ja, komm, warum nicht? Was hast du gerade? Nature? Das ist so blöd, man sieht das, glaube ich, gar nicht mehr, was für eine Nature die haben. Lonely Nature. Aber warum zeigt es das nicht an, was Lonely ist? Das ist so blöd. Wir changen dich. Oh, ich hätte einen Trank kaufen sollen. Hoffentlich ist Seelenbruch stark genug. Aquaknarre wird gegen ihn genauso wenig bringen. Slam macht mir keinen Schaden, ne? Nee, Slam macht mir keinen Damage. Superzahn.
Gegen rechte Hand oder cooler Augen? Ein Weavive. Ein Weavive wäre sehr nett, falls ein Trainerkampf kommt. Oder Verteidigung increase. Warte mal, Meryl hat doch ziemlich geile IVs. Ja, warum nicht? Die IVs von den meisten waren richtig gut. Hab du bitte Feuer-Pokémon. Perfekt. Perfekt. Aquaknarre, Blubstrahl. Blubstrahl ist stärker. Wir machen ziemlich wenig Damage. Walzer. Attacke, die 5 Runden dauert, die Härte nimmt von Mal zu Mal zu. Ist das sinnvoll? Ich würde es gerne mal ausprobieren, wie stark es werden kann. Aber was ist der Unterschied bei den Attacken hier? Aquaknarre, Verschwulblasen, Invente den Initiativwert des Ziels senken. Trotzdem machen wir so wenig Damage auf die. Okay, wir sind auf dem gleichen Level, aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, es one-shottet trotzdem. Sprungfeder, nein. Ein Egg-Voucher bekommen. Haben die das geändert, dass man immer Egg-Voucher bekommt? Von den Trainern? So, wir müssen leveln. Zubat muss definitiv leveln. Ratzfuri. Ah, haben wir eine Attacke, die wir rausnehmen wollen? Ja, Heuler, definitiv. Obwohl das halt echt gut werden kann. Ionat Cash oder mehr Crit. Ah, wir nehmen Cash. Nein, dich wechseln wir nicht, aber... Nee, komm, wir wechseln beide nicht. Ist nicht so schlimm. Okay, der hat... Nein, das darf nicht wahr sein. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass der Windstoß hat. Windstoß ist ziemlich beschissen gegen uns. Giftzahn ist cool, aber Dire-Claw ist einfach besser. Superschall ist nett, aber es schlägt immer fehl. Viel zu oft. Du könntest den rausnehmen. Jolo'n wir das? Hat er eben zuerst angegriffen? Komm, wir nehmen Zwips rein. Falls er zuerst angreift. Okay, er hat Käfer trotzdem gemacht. Superbälle. Wir brauchen definitiv einen Trank für dich. Krass, wie die alle schneller handeln als ich. Die haben einen höheren Initiativwert. Hyperball sogar. Ich sollte echt anfangen, Pokémon zu fangen. Könntet ihr aufhören, vor Zubat zu reagieren, please?
Oh, geil. Was wird er? Gras-Pokémon zum Gras- und Fight-Pokémon? Planas. Jetzt Gras- und Fight-Pokémon. Kann's gerade nicht sehen. Wir nehmen raus für Rasierblatt. Absorber. Nehmen wir X-Attack. Und Ivy. Bitte habt vernünftige Pokémon, please. Das ist immer Gambeln. Ich weiß nicht, was sie hat. Und somit ist das erste Pokémon wichtig, was oben ist. Okay, der Switch definitiv. Auf ein Steel-Pokémon. Und gegen Steel ist Feuer, Ground und Fighting stark. Wir haben keine Fighting-Attacken. Und Steel ist stark gegen Fairy, Ice und Rock. Und angeblich steht ja nur 0,5 Multiplikator gegen Electric. Vielleicht können wir es einschläfern mit Diaclaw. Hat keinen Effekt auf Steel, sehe ich hier. Poison hat keinen Effekt darauf. Das ist sehr blöd. Gras hat Effekt, alles hat wenig Effekt, Absorber ist aber schlecht. Ja, fuck, ne? Das ist ja richtig beschissen. Und Wickel ist halt auch richtig kacke. Aufzuwickeln. Nein. Kann nicht wahr sein. Wen will ich denn reinnehmen? Ernsthaft? Oh, ich habe eine Rock-Attacke. Warum habe ich überhaupt auf ihn gewechselt, ey? Das war so hirnrissig. Ich wollte wechseln auf... Hast du noch eine Wind-Attacke? Nee, du hast auch nur Schrott. Die haben alle nur Schrott. Mogelhieb könnte es regeln. Du bist tot, das ist ein Problem. Du bist zu schwach. Alles kacke. Erstauner könnte ihn zurückschrecken lassen. Ah, komm, wir flinchen ihn. Und ich bin tot. Ich habe kein einziges Pokémon, was eine Windattacke hat. Vogelhieb vielleicht? Ernsthaft? Ja, ne, das sieht nicht gut aus. Es wird... Oh Gott, das wird wieder genauso wie beim letzten Mal. Ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Hier steht, Thunderclap hat nur 0,5 Schaden gegen die. Okay. Also hätte ich ein Elektro-Pokémon gehabt,
Hätte ich auf jeden Fall mehr Schaden gemacht, oder wie? Dass es halt instant tot war, war weil es ein Bug-Pokémon ist. Was macht Superzahn? Nein, 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 nein. Oh Gott, bloß nicht releasen. Greif mit scharfen Reißern, KP des Seeds werden halbiert. Das bringt mir nichts. Und wieder Heil würde immer stärker werden. Du bist aber wahrscheinlich auch instant tot. Die Beere bringt dir gar nichts. Wir haben nichts, was schneller reagiert. Oh Mann, ey, jetzt verliere ich deswegen wieder. Ich fass es nicht. So, und du bist definitiv tot, weil das nächste Pokémon, was kommt, dich instant killt. Okay, hoffentlich switcht es raus aus dem Wasser-Pokémon, aber das bleibt manchen Wasser-Pokémon. Okay, das ist jetzt Gabe, aber es ist trotzdem Wasser-Pokémon, ne? Ja. Okay, du hast es noch gerockt, ey. Obwohl, ja doch, du solltest es rocken können. Du killst alle. Nassschweif. Ja, komm, gegen Aquaknarre. Gott, sorry, dass ich so schlecht spiele, aber es früher hat man, ich glaube, was waren früher die Typen? Normal, Feuer, Wasser, Gras, Electric, Flying. Da hat man noch gehabt Rock, Fighting. War es das dann? Hat man noch, glaube ich, Ghost gehabt? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, nicht alle Typen gab es, oder? Ich glaube, ich rede einfach nur Stuss. Wir brauchen einen Revive. Nur wem reviven wir? Zubat vielleicht? In der Hoffnung, dass wir... vorankommen. Okay, Zubat, dein Turn wieder. Oh mein Gott, was kriegen wir? Eisenfalter. Ist das ein Legendary? Ich hab keinen Schimmer. Und das ist ein Legendary. Okay. Okay. Hatche Sub-Legendary. Das heißt dann, Sub-Legendary ist kein richtiges Legendary. Kapu Riki. Noch nie in meinem Leben gesehen. Max Revive. Wem wollen wir sonst Max reviven? Das würde unsere Bonus definitiv verbessern. Dadurch, dass es Shinies sind. Potion. Ja, komm, wir nehmen Max reviven und dann reviven wir Blanis. Bessere Rewards. Haben wir noch einen Egg dabei? Nee. Falls mal ein Legi-Pokémon kommt, was ich kenne, dann kann ich es ja sagen. Aber bisher kenne ich keins von denen. Vielleicht eine Lure. Wird uns wahrscheinlich killen, aber... Wir sind eh relativ am Arsch. Wir sind extrem unterlevelt. Unser Blanas ist Level 16. Ich hoffe echt, alles auf Zubat zu setzen, ey. Nicht implementiert, das heißt, wir müssen es nicht lernen. Boah, bitte kill mich nicht, du bist Level 21. Oh Gott, Glück gehabt, das macht einfach gar keinen Schaden.
Aber ich will das, ich könnte das fangen und meinen Blanas tauschen, dann hätte ich definitiv mehr Level. Das Problem ist, es ist kein Shiny. Kein Shiny. Gut, wir haben coole Pokémon bekommen, denke ich. Ich müsste die googeln und dann, wie gesagt, gucken, ob es ein Legendary ist. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall eins bekommen haben. Was sagt denn das Achievement? Das Achievement sagt, Hatch a Sub-Legendary Pokémon from an Egg. Ich weiß halt nicht, was ein Sub-Legendary ist. Aber ich gehe davon aus, dass es definitiv eins war. Trotzdem muss ich die Folge leider beenden, weil wir über 35 Minuten gehen. Ich weiß nicht, wie lange der Mann noch anhält, aber ich muss es trotzdem riskieren, ne? Weil ich wollte die Folgen nicht ewig halten. Sage also an der Stelle schönen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Hoffentlich schaffen wir es mal höher als 80 oder so. Oder höher als mein bester Run mit 140. Aber abwarten. Abwarten. Meine Poké-Skills werden einfach nicht besser. Das ist das Schlimmste von allen. Trotzdem schönen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.